Ich habe mich mit der Polizei in Verbindung. Wo ist Das eigentlich die wäre Polizei? meine Genau. nächste Frage gewesen. Warum geht sie eigentlich nicht erst zur Polizei? Jedoch will mir dort Oh, niemand ach helfen. so. Man hat mir gesagt, dass sie wie von Geistern verschwunden sei. Aber man soll doch niemanden folgen, der von Geistern verschwunden ist. Könnte Unglück bringen, ne? Haruka wäre aber nicht einfach verschwunden, ohne mir etwas zu sagen. Ich bin mir sicher, dass sie etwas Aber so Schlimmes zugestoßen funktionieren ist. Vermisstenfälle doch. Sie verschwinden, ohne etwas zu sagen. Sonst wären sie ja nicht vermisst. Da ist durchaus Nicht was wahr? dran. Ich mache mir unglaublich große Sorgen. Ach übrigens, ich wollte dir nur Bescheid sagen. Ich werde gerade entführt, ne? Bis später dann. Tschüss. So funktioniert das nicht. Kein Wunder, dass einem die Ich Polizei nicht glaubt. mach. So, da sehen wir ein Oh. Bild von den Süß. beiden. Ziemlich beste Das war ein Freunde. super Film. Eine schüchterne für Julian in einem anderen Mädchen, genau. Mit einem anderen Mädchen. Es scheint, als seien sie ziemlich beste Sehr Freundinnen. gut. So. Hisoka. She must have gone to Mount Hikami to look for this girl. Du hast sie doch gerade dahin gehen sehen. Oh Mann. Liebe Juri. Juri, du möchtest nicht, dass man dich später mit Fiona Mount verwechselt, oder? Hikami. Das wäre A furchtbar. place where many come to take their lives. I'm positive that Fuyuhi must have come here. Ja, und natürlich wird es dunkel, Ja, wenn wir da natürlich. hingehen, was natürlich absolut Ja, Gott sei ungefährlich Dank, wir ist. haben ja gerade eben schon festgestellt, es ist gut, dass dieser Ort nicht gefährlich ist. Und sehr gut, dass sie an Orten wie diesem bestimmt nur gute Erfahrungen sammeln wird. So, Fuyu sollte irgendwo auf dem Berg sein. Ich sollte ihre Spur mit Hilfe des Bildes, das ich von ihr habe, finden können. Berge sind groß. So. Ja, da können wir, das ist jetzt wieder unsere Bootchrom-Funktion, weil wir da dieses Foto haben. Dieses spirituelle Foto hilft uns weiter. Ja, und so ab jetzt haben wir keine Huch. Kamera Obscura. Wir sind praktisch naked. Wehrlos. Werklos, wehrlos. Werklos. Werkzeuglos. Ja, sie ist nicht hier lang gegangen. So viel zum Thema So viel zum Erkunden. Thema offene Spielweise. Ja. Ja, im Moment haben wir keine andere Wahl. Zum Becken der Reinheit. Weil wir haben ja auch keine Richtig. Kamera. Deshalb ist Erkunden auch nicht so Nee, denn ratsam. keine Kamera heißt, kein Wehren heißt schnell sterben. Sogar im Gehen ist sie schneller als andere Project Zero Heldinnen. Straße ist abgerutscht und die Steintreppen sind abgerutscht. Der Erdrutsch muss dafür verantwortlich gewesen sein. Die alte Straße scheint hinauf zum Rand des Ja gut, Abhangs zu Strafe ist führen. nicht so verkehrt, ne? Strafen führen auch bestimmt oft an den Abhang. Aber ich fand den Ausdruck, Ja. die Straße ist abgerutscht, fast noch besser. Die Straße ist Ja. abgerutscht. Ja, für solche tollen Ausdrucksweisen ist das Ja, Spiel ja bekannt, genau, ne? die Die Tür ist Tür ist verklemmt. verklemmt. Das Wasser, das durch die Steine fließt, hat einen kleinen Teich geformt. Hübsch. Hier liegt etwas auf dem Boden. Hey, was ist das? Heben wir's doch mal auf. Nee, 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 Freundchen. So nicht. So nisch. Manchmal taucht eine Geisterhand wie von Geisterhand auf, wenn du nach einem Objekt greifst.
Lass ZR im richtigen Moment los. Das wäre nämlich um meine nächste Frage gewesen, wie man in diesem Spiel diesen Gast da hinten ausweicht. Ja, indem man den Knopf zum Greifen loslässt. Das war auch in den anderen Spielen auch so, oder? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Hand danach trotzdem wieder gekommen ist, wenn ich nicht im richtigen Moment geschüttelt habe. Also die Wii-Fernbedienung. Zumindest im zweiten Teil hatte ich die Erfahrung so gemacht. Hm. Naja, also sollten wir geschnappt werden, bewege Stick links und rechts um, damit wir uns losreißen. Ne? Die natürliche Reaktion in jedem Spiel, wenn man richtig gepackt wird. Einfach mal wie bescheuert schütteln. Eine Touristenbroschüre. Vielleicht hat Fuyui sie verloren. Hey, mal sehen, ob sie auch Touristenbroschüren so interessant findet wie James. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, ob die wohl auch so hübsch geschrieben ist wie die von Silent Hill. Das ist eine Karte des Berges. Damit sollte ich mich besser zurechtfinden. Das ist die Inventur einer Karte. Das ist also der Weg vom Becken der Reinheit zum unergründlichen Wald, alles klar. So, wählen hier die Karte aus. Und dann können wir uns hier die Karten schön anzeigen lassen. Macht Sinn. Macht Sinn, ne? Und hier die gesamte schön. Übersicht des Berges. Doch, gefällt mir. So. Ja, das ist die Residenz von dem Schreiberling und der Antiquitätenladen. Und das sind so ziemlich alle Schauplätze des Spiels. So, dann wollen wir mal weiter voranschreiten. Denn wir bräuchten mal irgendwie eine Kamera. Ja, wäre schon ganz geil, ja. Ist schon ganz Geschlechtsorgan anregend, wäre das. Ich liebe Sackgassen. Da ist etwas unter dem Wasser. Heben wir doch mal auf. So, reinigende Blut erhalten. So, und jetzt kommt wahrscheinlich auch gleich noch eine Erklärung zu dieser Spielmechanik mit der reinigenden Blut und dieser kleinen Anzeige, die wir da rechts unten sehen. So, der Nesselbalken rechts unten auf dem Bildschirm leuchtet auf, wenn du mit Wasser in Berührung kommst. Mhm. Wenn du durchnässt bist, wirst du zu einem leichten Ziel für bösartige Geister. Benutze reinigende Blut, um dich abzutrocknen. Genau. Und je mehr dieser Balken gefüllt ist, desto öfter kommen auch diese Geisterhände bei Gegenständen. Also, man sollte immer schön trocken bleiben. Und ja, bei anderen Kostümen ist das auch so gemacht, dass die Kleidung dann etwas durchnässt und durchsichtig wird. Ne, also ich wähle diese Outfits auch um sexuell Geschlechtsorgan anregenden Effekten vorzubereiten. Stattdessen haben wir einfach die sexy Outfits ja, die ganze Zeit. Ja, wenn sich das nicht erst plötzlich aufbauen. Ja, dann, ne? Immer schön trocken bleiben, würde ich sagen. Was war das? Da schreit ihn die ganze Welt. Solange die Anzeige nicht komplett gefüllt ist, baut die auch automatisch relativ langsam wieder ab. Also, man trocknet wie man da sieht. Von alleine. Hm. Ja, der ist ja natürlich, dass man auch wieder trocknet. So, ich gehe jetzt einfach mal mit recht voller Anzeige, greife ich nach diesem Gegenstand. Wahrscheinlich taucht eine Hand auf. Oder auch nicht. Und wir kriegen zweimal Kräutermedizin. Wahnsinn. Ja. Ich brauch nicht mal erklären, was sie macht. Das weißt du. Ja, die Kräutermedizin füllt dein Leben zum Teil wieder auf. In jedem Teil ein bisschen anders. Im zweiten Teil hat sie so viel aufgefüllt, dass sie, glaube ich, jetzt die Hälfte oder sogar ein bisschen über die Hälfte aufgefüllt hat. Ja, hier ist es ein Drittel etwa. Das ist nichts weiter. Die Straße ist von Erde und Steinen bedeckt. Gras und Bäume wachsen dazwischen. Es muss schon lange verwittert. Verwittert sein, okay. Mehr die Straße? Ja.
Was war das? Ein Fata Morgana. Ich kann einen Weiher am Fuß des Abhangs erkennen, der abgesperrt wurde. Zwei Reihen aus Laternen sind dort, sind auch dort. So, und da liegt noch irgendwas. Radio-Blut. Ja, müssen wir wohl mal runter. Ich fürchte, es geht bergab mit uns. Unsere Spinnensensoren zeigen da etwas im Wasser an. Wasser. Das Kamera Obscura. Wieso ist sie ja hier? Vielleicht, weil sie hierher gespült ja worden ist. Ja, das klingt nach einer logischen Erklärung. Film. Filmtyp 14x24. Ist der 14er hier der schlechteste, weißt oder gibt es noch einen schwächen? Ne, der schlechteste ist der 7er, von dem man unendlich Schuss hat. Der 14er ist der erste nächstbessere. Also von den limitierten ist er so. Ja, also ich würde nicht sagen, es ist der schlechteste. Ich benutze ihn eigentlich mit am meisten, weil er ist so eine gute Mischung aus Power und braucht auch nicht so lange zu. Das habe ich an dem 14er auch immer sehr geschätzt. In jedem Spiel tatsächlich. Also ich glaube, im ersten Teil war es der schwächste, den man kriegen konnte. Also da gab es diese 7er-Filme nicht. Dafür konnte man ihn aber auch, glaube ich, aufladen an jedem Speicherpunkt. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. Habe ich da irgendwie auch noch in Erinnerung, als ich den ersten angespielt habe. So, Betäubungsobjektiv. Nach dem Wort Objektiv habe ich vorhin gesucht. Projektil. Ja, gut, Linse passt ja auch. Ja. Projektil, Objektiv, das ist das Gleiche. Ja, also diese Objektive, die können wir mit der Geisterenergie benutzen, die wir sammeln, wenn wir Gegner fotografieren. Fast sagen, verletzen. Das ist fast das Gleiche. Ja. Auch. Ja. Um es zu verwenden, rüste deine Kamera Obscura damit aus und drücke anschließend R, sobald du genug Geisterenergie hast. Right. So, du hast die Aufrüstung wechseln erhalten. Mit ihr kannst du verschiedene Objektive anbringen und verwenden. Konnten wir vorher auch. Yay. Im Spiel kann man es, wenn man es neu spielt, kann man es erst ab diesem Punkt. Du kannst jetzt die Kamera Obscura benutzen. Das konnten wir vorher aber auch. Jetzt kannst du sie noch besser auf den Zug. Oh shit. Rote Anzeigen. Schlechte, böse Gegner anzeigen. Angreifende Gegner anzeigen. Komm, gib's mir. Komm schon, Baby. Sollen wir erst noch eine Runde Walzer tanzen? Ja, sieht so aus, als wollte er erst noch eine Runde tanzen. Dancen, dance, dance. Hey, das ist sein Kumpel. Der Du. Schön, dass der auch noch gleich mit dem Bild ist. Ich kann mit meinem Sable Frame auch noch eins machen. Beide tot. Die Strömung muss die Kamera Obscura hergetrieben haben. Das heißt, die Suche ist auch auf dem Berg. Zuerst sollte ich aber nach Fuyui suchen. Sie kann noch nicht weit. Wenn du verhindern wolltest, dass Fuyui auf den Berg geht, dann hättest du ihr vielleicht sofort hinterherrennen sollen, du schlaues Mädchen, du. Wahrlich. So, ich sehe gerade, dass auf meinem Gamepad das rote Batterielicht angegangen ist. Das heißt, ich muss gleich mal eben das Ding an den Netzstecker stecken, wenn mir nicht der Saft ausgehen soll. Wow. Schade, zu langsam. Ach shit, eine Sekunde zu spät. Da ist es schon weggesprungen. Ja, Game Over for Julius. Also. Ja, wir können noch mal hinterher schauen.
kann den Fuß des Wasserfalls nicht sehen. Niemand könnte einen Sturz aus dieser Höhe überleben. Ein Geist ja, schon? Ja, denn der ist ja schon tot. Shit! Ich konnte nichts machen. Wo kam die denn auf einmal her? Ja, dafür muss man das Spiel doch lieben, ne? Ach ja. So, so mag ich meine Geisterspiele. Geisterhaft. Und geistreich. Oh, Zaun. So, da ist ein Zaun. Ein hoher Zaun versperrt den Pfad. Ja. Heißt im Umkehrschluss, da kommen wir nicht durch. Wahrlich. Hey, was ist das? Da liegt etwas. Film. Sieht aus wie Film. Cool. Filmtyp 14. Kann man nie den genug nehme von ich mit. Haben. Welchen Filmtyp haben wir eigentlich? Ah, den 14er hatte ich auch ausgerüstet. Da kann ich mal schnell gucken, welche Objektive ich eigentlich drin habe. Das Sprengobjektiv macht doppelten Schaden. Schmetterlingsobjektiv. Doppelt so viele Geistersplitter. Was habe ich da noch drin? Betäubungsobjektiv.